Die Ministerin ist am Wort. Margarete Schramböck, Ministerin für Wirtschaft und Digitalisierung. Ich erteile es Ihnen. Auch Ihre Redezeit soll 10 Minuten nicht überschreiten. Bitte, Frau Bundesministerin. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, werte Bundesrätinnen und Bundesräte, sehr geehrte Damen und Herren. Am Montagabend haben wir in Österreich etwas Schreckliches erlebt. Einen Terroranschlag. Dieser Anschlag war auch ein Angriff auf unsere Freiheit und auf die österreichische Demokratie. Es wurden Unschuldige verletzt, ja, es wurden Unschuldige sogar getötet. Das macht mich unfassbar traurig. Doch wir dürfen und wir lassen uns nicht beirren und auch nicht verängstigen. Wir gedenken im Bewusstsein der Stärke unserer Werte und unserer Demokratie. Und wir danken all jenen, die geholfen haben in diesen schwierigen Stunden, die geholfen haben den Menschen, denn es ist immer etwas, das ein Mensch einem anderen gibt. In diesem Fall hat ein Mensch etwas genommen, er hat Leben genommen und dafür gibt es keine Entschuldigung. Dafür gibt es auch für viele sehr schwer ein Verzeihen. Aber unsere Werte tragen uns gemeinsam weiter. Sie tragen uns weiter in dieser Demokratie, die wir gemeinsam leben, Schulter an Schulter. Und darauf bin ich stolz. Und darauf bin ich auch stolz, dass dieses Parlament ein Teil dieser Werte der österreichischen Demokratie ist. Und in diesem Sinne möchte ich auch Ihnen danken. Es macht es auch schwierig, zur Tagesordnung, zur normalen Tagesordnung überzugehen. Und dennoch ist es notwendig und dennoch ist es wichtig, denn gemeinsam haben wir etwas zu tun. Wir haben die Gesundheit der Menschen in Österreich zu schützen und gleichzeitig ihre Arbeitsplätze, den Wirtschaftsstandort abzusichern, die Zukunft abzusichern der nächsten Generationen. Damit möglichst viele Menschen durch diese Krise kommen, durch diese Covid-Krise unbeschadet kommen, haben wir beides zu tun und nicht das eine oder das andere. Lassen Sie mich auch noch kurz auf die Infektionszahlen eingehen, weil es wesentlich ist. Sie steigen explosionsartig und es ist unsere Aufgabe, diese Explosion im Schulterschluss aller in unserer Gesellschaft zu verhindern und einzudämmen. Wir müssen die Spitäler entlasten und wir müssen gleichzeitig die Arbeitsplätze absichern. Und das ist eben nicht ein Entweder-Oder, sondern beides. Mir ist bewusst, dass es schon viele gibt, denen dieser Virus auf die Nerven geht. Und das ist auch bei mir so. Aber dieses Virus lässt leider nicht mit sich verhandeln. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir gemeinsam zu Österreichs Wirtschaft stehen und dass wir gesamtheitlich Schritte setzen, um sie zu retten. Dass wir zusammenhalten und dass wir auch jene unterstützen, die es schwer haben in dieser Zeit. Und es sind Arbeitnehmerinnen genauso wie die Arbeitgeber. Es braucht dafür aber die Mithilfe aller, die Bürgerinnen und Bürger Österreichs, jeder und jede, kann und soll mitmachen und mithelfen. Denn nur wenn wir jetzt diese entsprechenden Schritte setzen und uns auch daran halten, haben wir eine Chance auf neues Wachstum. Und diese Chance gibt es. Denn es ist unter Anführungszeichen nur ein Virus. Es wird vorübergehen und es wird uns diese Möglichkeit schaffen, wieder gemeinsam zu wachsen. Dafür müssen wir aber die Strukturen erhalten. Dafür müssen wir die Schritte setzen, die Sie auch hier mittragen, wie Kurzarbeit, wie Garantien, wie Unterstützung, direkte finanzielle Unterstützung. Das ist wichtig. Es muss uns auch gelingen, wie beim ersten Lockdown, die Gewerbe offen zu halten, die Industrien offen zu halten, den Handel offen zu halten und die Grenzen Europas offen zu halten, damit wir weiter wirtschaften können. Das ist ja im ersten Lockdown nicht gut gelungen. Und daraus können wir auch lernen, auch auf europäischer Ebene.
Ich tausche mich regelmäßig aus mit Wirtschaftsforschern und auch natürlich mit den Unternehmen. Und wir haben hier zwei Stufen. Die erste der unmittelbaren Liquiditätssicherung und die zweite der Impulse. Und wir sind schon, auch wenn wir es nicht glauben, in dieser zweiten Stufe Impulse zu geben dem Wirtschaftsstandort, wie beispielsweise durch die Investitionsprämie. Wir müssen aus der Krise heraus investieren. Und diese Investitionsprämie hat noch etwas bei sich. Sie hilft, den Blick nach vorne zu richten und gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach vorne zu schauen und nicht nach hinten zu schauen. Ich habe auch gehört, dass es Kritik an dieser Investitionsprämie gibt. Und ich kann nur sagen, sowohl die Wirtschaftsforscher als auch die Unternehmen, wie auch viele von Ihnen, sehen, dass diese Investitionsprämie gerade jetzt richtig und wichtig ist. Es ist nicht zu früh und es ist Gott sei Dank nicht zu spät. Keine Wirtschaft wird besser, wenn man später investiert. Und was mich auch besonders freut ist, und da nehmen wir jetzt diesen Schwung zur Digitalisierung, dass die 14% gut angenommen werden, dass über 50% aller Investitionen, die jetzt schon gemeldet wurden, dass die in Nachhaltigkeit und in Digitalisierung gehen, dass die kleinen Unternehmen erkannt haben, hier, jetzt ist es die Chance, jetzt ist es die Aufgabe, das zu nutzen. Und 63% aller Unternehmen, die beantragt haben, sind Kleinstunternehmen, das heißt unter 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier im Bundesrat sei es auch erlaubt, darauf hinzuweisen, dass besonders Oberösterreich, Niederösterreich und die Steiermark ganz weit vorne liegen bei den Anträgen für die Investitionsprämie. Die Corona-Krise markiert in gewisser Weise eine Zeitenwende auch in der Digitalisierung. Vieles, was wir in den vergangenen Jahren immer wieder besprochen haben, wovon wir geredet haben, wo ich persönlich gearbeitet habe, vieles, was immer gesagt wurde, dass es nicht möglich ist, ist jetzt durch diesen Coronavirus möglich geworden. Und da spreche ich nicht nur von dem Thema von zu Hause aus zu arbeiten und von zu Hause aus zu lernen, sondern ich spreche ganz besonders von der digitalen Transformation der mittelständischen Unternehmen. Und sie machen 98% der österreichischen Unternehmen aus und nur mehr 8% glauben, dass die Digitalisierung für sie keine Rolle mehr spielt. 92% sind überzeugt, es ist wichtig und sie sagen es nicht nur, sondern sie tun auch etwas. Und unsere Aufgabe ist sie dabei, gerade jetzt zu unterstützen. Die Digitalisierung ist dreiteilig. Sie ist wichtig für Gesellschaft, für Wirtschaft und Verwaltung. Und das haben Sie in Ihren Vorreden bereits auch angesprochen und gesagt. Was die Gesellschaft betrifft, bin ich absolut auch davon überzeugt, dass wir alle, und ich sage alle, auf diese Reise mitnehmen müssen. Die Jugendlichen, die vielleicht nicht so privilegiert sind, in einem Haushalt aufwachsen, wo das nicht vorgegeben ist. Und ich darf Ihnen mein eigenes Beispiel bringen. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo Vater und Mutter keine Lehre machen durften, wo sie als Hilfsarbeiter gearbeitet haben und so sich ihren Lebensunterhalt verdient haben. Und es ist mir deshalb ganz besonders wichtig, alle mitzunehmen, auch die älteren Generationen, auch Sie haben es angesprochen, mitzunehmen auf dieser Reise und nicht zurückzulassen. Es muss uns gelingen, dass die digitale Kluft nicht größer wird, sondern kleiner wird und geringer wird und dass jeder und jede die Chancen in dieser Zeit nutzen kann und auch muss. Und es ist ein wichtiges Thema, das uns in den Schulen begleitet und genauso in der Lehre, es ist auch das angesprochen worden, und auch im Arbeitsleben und auch, wenn ich nicht mehr im Arbeitsleben bin, denn es soll niemand ausgeschlossen sein von dieser Entwicklung. Da haben wir gemeinsam viel zu tun. Es gibt hier Mechanismen, es gibt hier Möglichkeiten, dass wir hier vorantreiben. Und wenn wir irgendwann zurückblicken auf diese Covid-Zeit, dann ist es vielleicht ein Punkt, wo uns dieses Virus geholfen hat, nämlich hier Geschwindigkeit aufzunehmen, Entscheidungen zu treffen und hier das auch gemeinsam umzusetzen. Das zweite Thema ist die Wirtschaft. Und ja, ich stehe dazu, als Impfstoff für die Wirtschaft kann die Digitalisierung deshalb gelten, weil sie die Unternehmen resilienter macht, krisenfester macht.
und sie schafft auch Arbeitsplätze. Und das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Auch das ist bereits angesprochen worden, dass dadurch Arbeitsplätze entstehen in Österreich, ca. 20.000 pro Jahr. Und ja, das sind andere Arbeitsplätze. Und unsere Aufgabe ist es, in Umschulungen, in Weiterbildungen, in den Möglichkeiten, auch neue Berufsbilder zu schaffen, hier die Menschen mitzunehmen, die in Österreich arbeiten, und niemanden zurückzulassen. Unsere Aufgabe wird es auch sein, was die Wirtschaft betrifft, eben uns um die KMUs zu kümmern. Nicht nur die Leitbetriebe sind es, sondern neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Ich möchte Ihnen ein Thema hier mitgeben, das Thema E-Commerce. Gerade jetzt ist es wichtig, dass die kleineren Unternehmen nicht als Ersatz für das direkte Betreuen des Kunden, sondern als Ergänzung sich in dieses Thema hineintrauen. Und unsere Aufgabe, meine Aufgabe ist es, Sie dabei auch massiv zu unterstützen. Der dritte Punkt ist die digitale Verwaltung, und da haben auch Sie in den vergangenen Jahren mit unterstützt, dass wir Österreich GVAT aufbauen, das digitale Amt aufbauen, und hier werden wir weiterarbeiten. Und warum? Nicht zum Selbstzweck, sondern deshalb, dass Bürgerinnen und Bürger gerade in so einer Krise ihre Behördenwege machen können, dass sie gerade die Unternehmen in so einer Krise nicht mit mehr Bürokratie belastet werden. Und ja, das ist ein mühsamer Weg. Es ist ein Weg, Systeme umzubauen, Projekte zu machen, die oft nicht so große Aufmerksamkeit erhalten, auch oft nicht in der medialen Berichterstattung, die aber umso wichtiger sind, um die Unternehmen zu entlasten. Und somit ist die Digitalisierung auch eine Möglichkeit, die Unternehmen in ihrem täglichen Tun zu unterstützen. Wenn wir uns anschauen, was jetzt investiert wird, so kann ich ganz klar sagen, dass jetzt mehr in die Digitalisierung investiert wird als je zuvor. Mehr als 1 Milliarde, und das wird noch mehr werden, es sind mindestens 600 Millionen aus der Investprämie. Es sind Investitionen in den Bereich Cybersicherheit, in den Bereich Bildung. Und ich bin froh, dass wir die Schülerinnen und Schüler ausstatten werden mit den digitalen Endgeräten. Und da geht es nicht um dieses Endgerät, sondern es geht um die Chancen und Möglichkeiten, die diese Schüler haben, wenn sie sehr früh hier arbeiten auf diesen Geräten mit der Software und dann im beruflichen Leben natürlich auch einen besseren Start haben, als wenn sie das erst lernen, wenn sie erwachsen sind oder wenn sie erst später sind oder nur im privaten Bereich. Auf europäischer Ebene hat das Thema Digitalisierung ebenfalls aufgeschlagen. Auch das ist erwähnt worden. 20% des Recovery Funds sollen in diese Digitalisierung gehen. Und ich traue mich zu sagen, es braucht neben diesem Green Deal, der sehr, sehr wichtig ist, auch einen Digital Deal für Europa. Es braucht ihn, damit wir hier vorankommen. Und Sie haben selber angesprochen, im Wettbewerb mit den USA vor allem und mit China, dass Europa hier einen Schulterschluss macht und auch entsprechend vorankommt. Hier ist einiges aufzuholen. Ich bin aber zuversichtlich, dass gerade die jetzige Situation viele Entscheidungen möglich macht. Ich sehe nur diesen 20% im Bereich des Recovery Funds. Unsere Aufgabe ist es, den Standort zu sichern, den Wohlstand der zukünftigen Generationen, egal was passiert. Unsere Väter, unsere Mütter, unsere Großväter und Großmütter haben auch schwierige Situationen erlebt. Unsere Aufgabe ist es, das jetzt gemeinsam gut durchzustehen und im Gegenteil stärker hervorzugehen, als wir jetzt sind. Herzlichen Dank. Die Corona-Pandemie nutzen, um Kleinstunternehmen in die Welt der Digitalisierung zu führen. Stichwort digitale Transformation von Unternehmen, das will die Wirtschaftsministerin. Margarete Schramböck, sie ist Ministerin für Wirtschaft und Digitalisierung. Hier helfe die Investitionsprämie, betont sie.